So, damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 65, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde klare Absage an Dieselfahrverbote. Regierung Bouffier darf Bürger und Unternehmen in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt nicht abhängen. Autoindustrien die Verantwortung nehmen. Drucksache 19/5195 aus 19. Kollegin Beer steht schon bereit. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gestern zur Kenntnis nehmen können, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte, Al-Wazir lehnt Fahrverbote ab. Dienstag hat der Ministerpräsident wortgewaltig erklärt, auch er sei gegen Fahrverbote und man brauche den Diesel, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Nur ich frage mich, wie passt all das zu Berichten von Freitag, nachdem das Umweltministerium lokale Fahrverbote plant und der Hessische Rundfunk darüber berichtet, dass das Umweltministerium in einer schriftlichen Stellungnahme Ihnen gegenüber mitgeteilt habe, Sie sähen die blaue Plakette als vielversprechend an. Denn anders als sonst nur eine Sperrung der Straße einen vergleichbaren Minderungswert aufweise wie die blaue Plakette. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, da fragt sich doch wirklich, was gilt nun? Können sich die Autofahrer in Hessen auf das Wort des Ministerpräsidenten verlassen, oder bleibt es bei der Forderung nach der Einführung der blauen Plakette, die die GRÜNEN ja mittlerweile sogar als Grundbedingung für eine Koalition in Berlin genannt haben? Denn, liebe Freunde, es ist doch klar, dass man den Leuten hier keinen Sand in die Augen streuen darf. Die Einführung der blauen Plakette, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wagner, auch wenn Sie da mit dem Kopf schütteln, die Einführung der blauen Plakette ist nichts anderes als ein Fahrverbot für alle Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Und sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass das nahezu 88% aller Dieselfahrzeuge in Hessen betrifft. Ich kann als Frankfurterin jeden Tag beobachten, was das für drastische Folgen hätte. Alleine nach Frankfurt pendeln jeden Tag 350.000 Menschen zur Arbeit. Und gerade diese Pendler nutzen oft Dieselfahrzeuge, weil sie auf längeren Strecken weniger Treibstoff verbrauchen und damit umweltfreundlicher sind, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Doch was passiert denn mit dem Wiederverkaufswert dieser Autos? Schon jetzt hat die aktuelle Diskussion massiven Schaden angerichtet. Das ist eine massive Enteignung, die Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer mittlerweile zu vergegenwärtigen haben. Und ich weiß nicht, ob Ihnen schlicht die Bodenhaftung abhandengekommen ist, auch bei all den Diskussionen um die Subventionierung von Elektroautos, dass die meisten Menschen sich trotz einer solchen Subvention kein teures Elektroauto leisten können, sondern dass sie darauf angewiesen sind, selbst wenn sie in ein Elektroauto investieren wollen, wenigstens einen ordentlichen Wiederverkaufswert für ihr altes Auto erzielen zu können, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Nein, meine verehrten Damen und Herren, für die Freien Demokraten kann ich klar erklären, mit uns wird es keine Fahrverbote geben, und zwar egal, ob über die blaue Plakette oder einen anderen Wert. Bei dieser hysterischen Debatte machen wir nicht mit. Und Frau Hinz, wenn Sie jetzt hier so von der Seite reinlachen, ganz ehrlich, es geht Ihnen doch gar nicht um Gesundheit an dieser Stelle. Wer Herr Özdemir erlebt hat, dass er ja nicht nur die blaue Plakette, sondern auch das Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030 zur Grundbedingung in der Politik definiert, der sieht doch, wie verzweifelt Sie angesichts hinabsinkender Umfragewerte den Strohhalm für die Bundestagswahl ergreifen wollen. Sie führen einen ideologischen Kampf gegen das Automobil. Individualverkehr soll offensichtlich nur noch zu Fuß oder auf dem Fahrrad stattfinden. Und die Zeche, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob die CDU sich das klargemacht hat, die Zeche zahlen 25 Millionen Dieselfahrer in Deutschland, die Zeche zahlen 3 Millionen Beschäftigte in der Automobilwirtschaft. Und von Ihnen ist kein Wort darüber zu hören, Frau Hinz, dass der Verkehrssektor seine Stickoxidemissionen um 70% reduziert hat,
Von Ihnen ist nicht zu hören, dass die CO2-Ziele in Deutschland ohne den Diesel überhaupt nicht realisiert werden können. Und von Ihnen ist auch nicht zu hören, dass batteriebetriebene Elektroautos, wenn man einmal den gesamten ökologischen Fußabdruck, nämlich auch die Herstellung der Batterien und die Entsorgung der Batterien betrachtet, ganz, ganz lange Zeit schlechter ist als jedes Dieselfahrzeug. Kurz, sehr verehrte Damen und Herren, wer den Diesel nicht will, der schadet dem Klimaschutz. Und genau das ist die Wahrheit. Denn wenn Sie wirklich über Gesundheit sprechen würden, Frau Ministerin Hinz, dann müsste man einmal über die Sinnhaftigkeit bestimmter Grenzwerte reden. Wenn man über Gesundheit redet, wie kann es dann sein, dass ein Industriearbeiter 8 Stunden am Tag bei höchster körperlicher Arbeit, 40 Stunden die Woche, 950 Mikrogramm NOx einatmen darf, aber sein Dieselauto auf dem Weg nach Hause nicht nutzen soll, weil an einzelnen Ausfallstraßen der Wert von 40 Mikrogramm ist? Kollegin Beer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Nein, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, fließender Verkehr, auch beim Diesel, ist die einzige Antwort. Das haben auch die Experten des Fraunhofer-Instituts uns gelehrt. Es geht um intelligente Verkehrsführung, es geht um digitale Verkehrssteuerung, es geht um Forschung und Entwicklung, nicht nur beim Diesel, sondern auch bei alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff oder Methanol. Es geht um leichtere Werkstoffe für Autos. Aber es geht nicht um Fahrverbote und Enteignung von Personen, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Und es geht vor allem auch nicht um Bevormundung, wie ich mich durch Hessen fortbewege. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächstes spricht Kollegin Dorn, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Beer, Halbwahrheiten statt Fakten, Stimmungsmache statt Aufklärung, ignorieren und aussetzen statt Probleme lösen, das ist Ihre Strategie in der Bundestagswahl. Ganz schön traurig. Wenn Sie das Ziel haben, generelle Fahrverbote zu vermeiden, zu verhindern, dann müssen Sie jetzt handeln. Und genau das tun wir. Wir wollen nämlich allgemeine und generelle Fahrverbote verhindern. Und deswegen handeln wir jetzt im Gegensatz zu Ihnen. Und das Thema ist eigentlich wirklich ein ernstes Thema, und das wäre wert, dass man es ohne diesen ganzen Klamauk behandelt, weil es geht um Gesundheit, Frau Kollegin Beer. Thema Stickoxid. Ja, wir haben insgesamt einen Rückgang an Emissionen, aber in den Städten, in belasteten Städten, ist es ein großes Problem, und das belastet Kinder, Ältere, Asthmakranke. Das heißt, wir müssen hier handeln. Das Zweite, Frau Kollegin Beer, vielleicht würden Sie sich einmal mit der Materie ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wir haben hier geltendes Recht. Wir haben einen geltenden Grenzwert, und wir haben Gerichtsurteile, die man nicht ignorieren kann. Und wie sind wir denn unter anderem in Hessen so weit gekommen? Wir mussten fast Zwangszahlungen zahlen, weil Ihre Wirtschaftsminister, Kollege Posch und Kollege Rentsch, ehemaligen Kollegen, haben die Einrichtung von Umweltzonen blockiert. Das wollte damals die Umweltministerin. Sie haben es blockiert, fast wäre es zu Zwangszahlungen gekommen. Und durch Sie haben wir wertvolle Zeit verloren, wertvolle Zeit, die wir jetzt gut brauchen könnten. Das ist Ihre. Das ist nämlich Ihre Politik des Aussitzens, des Ignorierens. Sie ist gänzlich gescheitert. Und was ich auch wirklich nicht akzeptabel finde, dass Sie sich aufsetzen auf die verunsicherten Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dass wir alle verstehen, warum diese Menschen so verunsichert sind. Die wissen ja gar nicht mehr, welches Auto sollen sie kaufen. Die wissen nicht mehr, welche Werte gelten eigentlich. Und da sage ich auch einmal ganz deutlich, in allererster Linie liegt es an der Automobilindustrie, die diese Fehler gemacht haben, das Vertrauen dieser Menschen wiederherzustellen. Und wir nehmen unsere politische Verantwortung hier auch wahr. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt gemeinsam die Automobilindustrie in die Zukunft führen. Und Sie nutzen aber diese Verunsicherung für Ihre Zwecke. Und Sie verbreiten Halbwahrheiten, Frau Kollegin Beer. Die eine Halbwahrheit, die Sie gerade wieder verkündet haben, die hessische Landesregierung würde Fahrverbote für Diesel in mehreren Städten in Hessen planen, weil wir Grünen ja angeblich ein Wahlkampfthema bräuchten. Das ist absolut falsch, Frau Kollegin Beer. Fakt ist, es gibt eine gerichtliche Auflage, die wir erfüllen müssen. Da müssen wir ganz viele Maßnahmen vorstellen, ihre Wirksamkeit. Und eine dieser verschiedenen Maßnahmen, die da vorgestellt werden, ist ein generelles Fahrverbot. Was wird die Landesregierung tun? Sie wird sagen, dass sie selbst das nicht für verhältnismäßig hält, weil wir als Koalition, weil die Regierung, weil wir als GRÜNE wollen keine generellen Fahrverbote, Frau Kollegin Beer.
die zweite Halbwahrheit, die Sie wieder hier verkündet hätten. Blaue Plakette wäre ja generelles Fahrverbot. Falsch. Fakt ist, dass es, die GRÜNEN stehen zur blauen Plakette, das wäre ein milderes Mittel, weil es würde den sauberen Diesel vom schmutzigen trennen. Der saubere Diesel könnte überall hinfahren, und der schmutzige könnte in wenige Straßenzüge nicht hineinfahren. Und wir würden das erst dann machen, wenn 90% aller Pkw das auch erfüllen. Das ist die grüne Position. Das ist richtig, dass wir zur blauen Plakette stehen. Aber was Sie daraus machen, ist absolute Unwahrheit. Was Sie machen würden, wäre nichts tun. Und mit Nichtstun hätten wir am Ende generelle Fahrverbote. Sie würden zur neuen FDP werden, Fahrverbotpartei Deutschlands würden Sie werden, weil Sie immer nur ignorieren und so tun, als ob es kein Problem gibt. Die nächste Unwahrheit. Ihr Kollege Lindner, Frau Kollegin Beer, hat in einem Interview in der Rheinischen Post gesagt, wer im Büro arbeitet, darf dauerhaft sehr viel mehr Stickoxid einatmen, als auf der Straße für einen kurzen Moment erlaubt ist. Falsch. Ich danke der Tagesschau.de für ihre Faktenfinder. Da kann man das wunderbar nachlesen. Für Straße und Büros gelten gleiche Werte, Frau Kollegin Beer. Und es gibt Ausnahmen in der Industrie. Ja, die gibt es. Das sind Menschen, die in der Industrie arbeiten. Das sind gesunde Menschen, die regelmäßig überwacht werden. Aber auf einer Straße müssen Grenzwerte gelten, wo auch die Schwächsten sind, wo kleine Babys mit dem Kinderwagen langgeschoben werden, wo ältere Menschen laufen und wo viele Menschen auch leben und tagtäglich dort verbringen, Frau Kollegin Beer. Sie müssen sich schon einmal mit den Fakten beschäftigen, statt einfach nur Stimmung zu machen. Und, Frau Kollegin Beer, was Sie ja auch hier angekündigt haben, so leicht, und was Ihr Kollege Lindner da gesagt hat, das ist schon der Gipfel. Das zeigt nämlich, wie Sie agieren, wenn Sie Probleme vertuschen wollen. Herr Lindner hat diese Falschbehauptung genommen, die ich gerade vorgelesen habe, und hat dann gesagt, die Grenzwerte bilden ja gar keine Wahrheit ab. Die seien ja nur politisch bestimmt, und man muss halt jetzt mal wieder darüber nachdenken, die anders zu machen. Also, was macht die FDP? Gibt es Probleme? Passen wir halt die Zahlen an. Aber dass diese Werte aufgrund einer Empfehlung von der WHO dass die resultieren, dass die EU diese übernommen hat, dass der Sachverständigenrat für Umweltfragen sogar strengere Grenzwerte fordert, dass es hier um Gesundheitsstudien geht, die ganz lange angelegt sind. Das interessiert Sie alles nicht. Sie machen sich einfach selbst die Wahrheit. Das ist doch keine Verantwortung für die Gesundheit der Menschen, sehr geehrte Kollegin Dorn, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Aber es passt zu Ihnen, Frau Kollegin Beer. Heute haben wir ja gelesen, Sie zweifeln auch an der Zunahme von Starkwetter. Gerade ist es eigentlich unglaublich. Texas und Bangladesch muss sich Sorgen machen um die Wasserfluten. Sie sagen, das wäre ja alles Fake News, wenn Sie anfangen, hier den Klimawandel zu leugnen. Das ist schon echt problematisch, wie Sie hier sich auf Stimmungen aufsetzen, statt sich um die echten Probleme zu kümmern, die in diesem Land und weltweit existieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin Beer, der Titel der Aktuellen Stunde klingt vielleicht nach Aufreger, aber ein Stück weit, finde ich, können wir uns auch alle beruhigen. Nur weil die GRÜNEN vor der Bundestagswahl auf Bundesebene irgendwas fordern im Bereich Fahrverbote, das haben wir in Hessen leidlich erlebt, wie es sich wechseln kann, falls man nachher tatsächlich in Verantwortung kommt. Deswegen ganz entspannt, ganz zurückhaltend die Position, das Thema anzugehen. Aber in der Tat, meine Damen und Herren, reden wir heute hier über eine Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von großem Ausmaß. Nicht nur die von der FDP genannten Städte haben Probleme bei der Qualität ihrer sogenannten frischen Luft in den Innenstädten. Hessenmeister ist Limburg, was die Schadstoffbelastungen in den Innenstädten in Hessen angeht. Insgesamt das Problem ist größer, herausfordernder, ja insgesamt fordernder, als man es vielleicht mit plumpen Fahrverboten vor Ort einfach lösen würde. Die Klimaziele von Paris 2015 und der Klimaschutzplan für Deutschland geben bis 2050 klare Ziele vor. Es betrifft bei der Mobilität, über die wir heute sprechen, nicht nur saubere Antriebe, sondern erfordert ganzheitliche Mobilitätskonzepte. Auf die Debatte am Dienstag sei dabei verwiesen. Über die vielen anderen herausfordernden Baustellen in diesem gesamten Paket wollen wir heute nicht reden. Mobilität ist nur eines von vielen Feldern, meine Damen und Herren. Wir als SPD wollen nicht nur eine ökologisch verträgliche, sondern auch eine sozial verträgliche Mobilität der Zukunft. Und dabei wollen wir unseren Status als weltweit führende Autonation stabilisieren und in die Zukunft führen.
Denn für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist auch klar, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Automobilindustrie tragen nicht die Verantwortung für die Vertrauenskrise der Branche in unserem Land. Aber auch Sie sind die Leidtragenden der aktuellen Debatte, ausgelöst durch unverantwortliches Handeln der Unternehmensführungen großer Unternehmen in unserem Land, Handeln, das in keinster Weise zu rechtfertigen und zu billigen ist. Aber was ist unsere Aufgabe als Politik? Ins Lamento von Scheinlösungen zu verfallen oder gemeinsam mit den Akteuren aus Betriebsräten und Gewerkschaften, den Verbraucher- und Umweltschützern, Lösungen für die Zukunft zu entwickeln, kurzfristige wie langfristige Lösungen? Ich glaube, das ist unsere Aufgabe und unser Thema eigentlich auch heute hier. Deswegen, um bei der Überschrift zu bleiben, niemand will Fahrverbote. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben nämlich das Problem, dass sie veraltete Fahrzeuge haben, denen der neueste Standard der Abgastechnologie fehlt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind betroffen, aber sie haben keine Schuld. Man darf natürlich nicht bei den Minimallösungen bleiben mit Software-Update und Ähnlichem. Wir brauchen die Nachrüstung der Hardware, aber nicht zulasten der gutgläubigen Verbraucherinnen und Verbraucher, meine Damen und Herren. Es müssen rechtliche Grauzonen beseitigt werden, die Kontrollen verschärft und unabhängig von den Herstellern gewährleistet werden. Wir müssen als Staat die Gewähr dafür bieten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit Vertrauen in ihre Kaufentscheidung leben und mobil ohne Einschränkungen sein können. Und ja, es ist eine Veränderung, ja, es ist auch ein Strukturwandel, den es geben wird und geben muss. Aber gerade auch in Hessen angesichts der Bedeutung der Automobilbranche in Süd- und in Nordhessen ist es geradezu leichtfertig, nicht auch die Herausforderungen für Wirtschaft und Arbeit eines solchen Strukturwandels mit zu bedenken und gestalten zu wollen. Die Entwicklung alternativer Antriebe und eine immer stärker werdende Digitalisierung der Mobilität entscheiden in unseren Augen über die Perspektiven des Standorts Deutschland, des Automobilstandorts auch hier in Hessen. Ich spreche bewusst nicht von E-Mobilität alleine, sondern von alternativen Antriebsformen, meine Damen und Herren. Die Politik im Bund ist gefordert, aber auch wir im Land haben unseren Teil dazu beizutragen, und wir müssen den betroffenen Städten und den Bürgern vor Ort helfen. Dafür nutzt es wenig, wenn wir wie am Dienstag in wolkigen Worten, wie der Verkehrsminister, abstrakt Prognosen für St. Nimmerlein abgeben und rosafarbene Bildchen irgendwie malt. Wir brauchen im Hier und im Jetzt entsprechende Ansätze und Lösungen für einen konkreten Wandel, auch hier bei uns in Hessen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das auch so unambitioniert, Herr Al-Wazir, wenn Sie das, was Sie auch dort vorgestellt haben am Dienstag, den großen Wurf z.B. in der Elektrobusförderung, dann hier so anpreisen, bei dem Sie 25 der 3.000 Busse umrüsten können. Wir merken, was dort ein Weg noch vor uns ist und welche Anstrengungen tatsächlich unternommen werden müssen, um in diesen Bereichen wirklich Veränderungen hinzubekommen. Und deswegen brauchen wir für gerade Veränderungen im innerstädtischen Verkehr die Umrüstung der dauerhaften Verkehre, um fit zu werden für die Zukunft. Das betrifft den ÖPNV im Bereich der Busse, das betrifft aber auch Taxen und Ähnliches, die permanent vor Ort sind und zusätzliche Emissionen ausstoßen. All das ist für uns wichtig. Wir brauchen entsprechende Lösungen. Wir brauchen aber auch die gemeinsame Transformation im Bereich der Automobilwirtschaft. Wir brauchen entsprechend nicht Veränderungen auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn am Ende kann es nicht sein, dass Mobilität nur mit Einschränkungen in der Zukunft möglich ist. Dafür haben wir Herausforderungen im Interesse der Umwelt, im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher und im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung kommt von Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der sogenannte Dieselskandal ist in Wahrheit kein Dieselskandal, sondern er ist in allererster Linie einmal ein politischer Skandal. Es ist ein Skandal um einen Filz aus Politik und Automobilindustrie. Es ist ein Skandal um einen Bundesminister und ein Kraftfahrtbundesamt, die ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind. Es gab ein kriminelles Vorgehen in den Autokonzernen. Ingenieure haben leider viel Zeit und Energie darauf verwendet, durch Betrugssoftware Grenzwerte zu unterlaufen, statt
eine umweltfreundliche Technik zu entwickeln. Aber, das muss man auch sagen, das alles wurde von der Bundesregierung und den Verantwortlichen auch nicht unterbunden, trotz klarer Hinweise. Deswegen trägt natürlich diese Bundesregierung eine Mitverantwortung für die Debatte, die wir jetzt gerade führen, und die Verunsicherung, die es gibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich Parteien über hohe Spenden aus der Automobilindustrie freuen, dass wir seit Jahren einen munteren Personalaustausch zwischen Automobilindustrie und staatlichen Aufsehern, zwischen Politik und Lobby erleben. Das alles hat ja nichts mit technischen Problemen zu tun. Es kann nur durch eine andere Politik gelöst werden. Und dazu brauchen wir kein Software-Update, sondern was wir brauchen, ist eine grundlegende Verkehrswende, meine Damen und Herren. Auch an die Adresse der FDP sei noch einmal gesagt, Grenzwerte sind keine unverbindliche Empfehlung, an der man sich einmal orientieren sollte. Nein, jedes Jahr sterben Tausende Menschen durch Schadstoffe, deren Emissionen vermeidbar wäre. Und hier muss sich etwas ändern. Gesundheit und Verbraucherschutz müssen natürlich Vorrang haben vor den Gewinnen der Konzerne. Und dazu muss die Autoindustrie in die Pflicht genommen werden, dass Konzerne damit davonkommen, wirkungslose Software-Updates einzuspielen und verkaufsfördernde Prämien auszuloben, die es als Neuwagenrabatte sowieso gegeben hätte. Das darf nicht sein. Und ich sage auch gerade, wem die vielen, vielen Arbeitsplätze in der Automobilindustrie am Herzen liegen, der muss doch die Automobilindustrie zum Umsteuern zwingen, weil am Ende sind das natürlich auch die Beschäftigten, die den Preis bezahlen für eine völlig verfehlte Unternehmensstrategie. Oh, Herr Pentz, ich merke, in Ihrem fraktionsinternen Wettstreit beim Niveau-Limbo liegen Sie wieder weit vorne die Woche, nicht wahr? Die Zwischenrufe sind ja wirklich wieder von einer besonderen Qualität. Ja, aber meine Damen und Herren, was macht denn die Bundesregierung in dieser Situation? Sie lässt sich von den Autokonzernen auf der Nase rumtanzen. Da gab es einen lang erwarteten Dieselgipfel, da wurden dann Maßnahmen vereinbart, die einfach lächerlich sind. Die vereinbarten Maßnahmen werden den Schadstoffausstoß der betroffenen Autos eben nicht unter die Grenzwerte bringen. Das hat auch das Umweltbundesamt mittlerweile festgestellt. Es ist also sozusagen amtlich. Dieser Gipfel war nichts anderes als ein Wahlkampfmanöver dieser Bundesregierung und ändert überhaupt nichts. Stattdessen reden wir jetzt hier über Fahrverbote, ja oder nein. Das ist natürlich ein Reizwort für viele, und das ist verständlich, weil natürlich viele Menschen auf das Auto angewiesen sind. Und auch Verbraucherschutzsicht muss natürlich klar sein. Es kann natürlich nicht sein, dass die Betroffenen jetzt die Zeche für die Autoindustrie zahlen müssen, meine Damen und Herren. Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn wir die heutigen Normen, die am Ende nicht eingehalten werden, dann werden sie natürlich auch nichts nutzen. Und ich finde, bei der Gelegenheit muss man natürlich schon einmal die Frage stellen, was macht eigentlich das grün regierte Hessen so? Und man sieht ja irgendwie gar nicht die Position der GRÜNEN so richtig. Die Umweltministerin schimpft ab und zu einmal auf die Autoindustrie. Aber ansonsten, finde ich, sind sie ziemlich auf Tauchstation gegangen bei dem ganzen Thema. Und irgendwie hat man das Gefühl, man will sich nicht so richtig festlegen, ob man jetzt auf Kretschmann-Linie ist oder auf Bouffier-Linie. Das ist ja eine Linie. Die beiden waren ja Beteiligte bei der Inszenierung des erfolglosen Dieselgipfels. Oder aber, ob man die doch sehr scharfe Kritik der grünen Bundestagsfraktion teilt, der ich mich auch in weiten Teilen anschließen kann. Klar ist, bereits vor Bekanntwerden des Abgasskandals wusste die Umweltministerin, dass auch die Euro 6 Diesel-Pkw den Grenzwert nicht einhalten, wie aus einer Kleinen Anfrage aus dem Jahr 2015 hervorgeht. Aber statt wirksame Maßnahmen gegen die Stickoxidbelastung zu ergreifen, z. B. Luftreinhaltepläne, lassen sich lieber von der deutschen Umwelthilfe verklagen. Bei der EU wird lieber eine Fristverlängerung beantragt, statt für die Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. Von daher fehlen hier die Maßnahmen der schwarz-grünen Landesregierung. Und da wird am Ende auch kein Software-Update helfen oder eine blaue Plakette, sondern hier muss etwas passieren. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine Verkehrswende. Die Möglichkeit, Autos von der Straße zu holen, gibt es, indem man den öffentlichen Personennahverkehr besser ausbaut, die deutlichen Preissteigerungen verhindert. Wir brauchen einen umlagefinanzierten Nulltarif für Busse und Bahnen. Dadurch kann es eben auch den Menschen in ländlichen Gebieten ermöglicht werden, wenn man das Angebot durch einen Ausbau des Angebots, dass man Autos von der Straße holt. Das wäre Mobilität für alle bei weniger Belastung. Und deshalb noch einmal
Dagegen in der jetzigen Situation helfen keine Software-Updates, sondern was wir brauchen, ist eine grundlegende Verkehrswende. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion der CDU Herr Kollege Caspar. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP hat heute eine Aktuelle Stunde beantragt, die sich mit der Thematik Fahrverbote für Diesel beschäftigt. Deswegen am Anfang unsere klare Aussage, wir sind gegen Fahrverbote für Diesel. Warum sind wir das? Weil wir eine Debatte haben, die etwas komplizierter ist, als sie vielleicht manchmal in den Medien dargestellt wird. Die Debatte hat ja im Wesentlichen mit Gesundheitsschutz zu tun. Der ist uns außerordentlich wichtig. Gesundheitsschutz bedeutet, dass wir alles tun müssen, damit die Bevölkerung möglichst wenig Schadstoffe hat, die sie einatmen muss. Und da müssen wir als erstes einmal feststellen, und das ist doch sehr erfreulich, damit die Menschen hier auch gut und gerne leben können, dass in den deutschen großen Städten die Luftreinhaltung, die Luftqualität noch nie so gut war wie seit 120 Jahren. Das ist ein Erfolg von einer Menge an Maßnahmen. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, drastisch die Schadstoffe abzusenken in den Städten, die Luft und die Qualität zu verbessern. Gleichwohl ist es so, dass die EU, und das ist meiner Ansicht nach richtig, sehr strenge Werte angelegt hat und gesagt hat, um jegliche gesundheitliche Schädigungen auszuschließen, muss alles getan werden, damit diese niedrigen Werte erreicht werden. Wir konnten sie in den letzten Jahren bei fast allen Schadstoffen, denken Sie an die Feinstaubdebatte, die wir in den letzten Jahren hatten, konnten wir diese Werte erreichen, nur im Bereich der Stickstoffoxide eben noch nicht. Deswegen muss man sich natürlich damit beschäftigen, was die Ursachen sind. Es hat sehr viel damit zu tun, dass Verkehre konzentriert worden sind auf bestimmte Achsen, was unter dem Gesichtspunkt, dass man weite Bereiche entlastet, durchaus gut ist, was meiner Ansicht nach aber zu wenig Rücksicht nimmt auf die Menschen, die an diesen Hauptverkehrstrassen leben. Denn die haben dadurch eine Schadstoffbelastung bekommen, die eben teilweise über den Grenzwerten liegt. Deswegen muss meiner Ansicht nach, und Schadstoffe ist immer ein Thema der Konzentration, muss der erste Ansatz sein, dass wir versuchen, diese Konzentration, denn nur die Konzentration ist ja für die einzelnen Menschen das, was eben schädlich sein könnte, dass wir diese Konzentration wegbekommen. Diese Konzentration können wir wegbekommen, indem wir mehr Ortsumfahrungsstraßen bauen, um den Verkehr zu entzerren, oder indem wir in innerstädtischen Lagen Alternativrouten anbieten, damit diese Konzentration eben auf die wenigen Trassen, wo es dann eine zu hohe Belastung für die Menschen gibt, in Zukunft nicht ermöglicht wird. Es gibt eine weitere Maßnahme, die wir ergreifen, nämlich dass die Fahrzeuge natürlich weniger Schadstoffe ausstoßen sollen. Deswegen hat man ja eingeführt, die Euro 6 Norm gerade beim Diesel. Alle neuen Dieselfahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, haben diese Vorschrift einzuhalten, und diese trägt genau dazu bei, dass auch die Luftqualität weiter besser wird. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen gerade heute neue und innovative schadstoffarme Diesel kaufen. Und deswegen ist eine Diskussion, dass es ein Fahrverbot für Diesel gäbe, genau das Falsche. Man muss doch feststellen, dass der Dieselmotor der Motor ist, der den geringsten Energieverbrauch hat. Das heißt, wir können ein gleich schweres Fahrzeug mit einem Dieselantrieb heute mit weniger Energie bewegen als z. B. mit einem Benzinantrieb oder mit einem Elektroantrieb. Wenn man das weiß und sagt, wir wollen Energieverbrauch reduzieren,
dann wäre es natürlich völlig falsch, ausgerechnet den Motor, der am energieeffizientesten ist, zur Disposition zu stellen. Und das wird es mit uns nicht geben. Natürlich ist es so, dass wir beim Dieselmotor gewisse Nachteile haben, insbesondere, dass Treibstoffe verbraucht werden, die klimaschädlich sind, ist eine wesentliche Herausforderung, der sich die Wissenschaft auch schon angenommen hat. Sie wissen, dass mittlerweile Treibstoffe entwickelt werden, die von Bakterien oder von Algen produziert werden, um diese CO2-neutral herzustellen. Das dauert aber noch eine Zeit, bis das wirtschaftlich ist. Technisch ist das möglich. Hier müssen wir sicherlich noch mehr tun, um diese Innovation zu fördern. Aber wir sind eben lange noch nicht so weit. Und deswegen ist der Elektromotor eine wichtige Übergangstechnologie, die wir in den nächsten Jahren sicherlich auch verstärkt einsetzen müssen, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu reduzieren. Auch hier wird Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Insbesondere, danke, Herr Präsident, das mache ich. Insbesondere in den großen Städten ist es deswegen sinnvoll, dass wir z. B. den Busverkehr, den Lkw-Verkehr dort mit der Dieseltechnologie erheblich reduzieren. Auch dort wird viel getan. Wir sind auf dem guten Weg. Fahrverbote aber brauchen wir nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung will Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen weder in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden abhängen, sehr geehrte Damen und Herren von der FDP, noch in Gießen, Marburg, Kassel, Limburg, Offenbach, Fulda, Bensheim. Auch dort haben wir Überschreitungen der Grenzwerte. Das ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen. Die Landesregierung hat das Ziel, Fahrverbote zu vermeiden. Das Problem ist aber, dass es erste gerichtliche Entscheidungen dazu gibt. Noch nicht in Hessen, aber in anderen Bundesländern. Und warum gibt es diese gerichtlichen Entscheidungen? Nicht, weil die hessische Landesregierung Fahrverbote haben will oder weil es keine Luftreinhaltepläne in Hessen und in anderen Ländern gäbe, sondern weil die Automobilkonzerne über mehrere Jahre mit den Abschalteinrichtungen von Dieselmotoren getrickst und getäuscht haben. Das ist der Grund. Verbraucherinnen und Verbraucher wurden getäuscht und die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern an hochbelasteten Straßen beeinträchtigt. Und es ist doch verrückt, dass die älteren Dieselfahrzeuge wie auch der Diesel mit der Fünfernorm mehr Schadstoffe, mehr Stickoxide ausstoßen als z.B. der mit der Euro-3-Norm. Das ist doch wirklich verrückt. So, und das bedeutet, dass alle Luftreinhaltepläne auf den neuesten Stand gebracht werden, weil wir nur mit den ganz neuen Dieselmotoren, nämlich mit der Euro 6D-Norm, tatsächlich die Grenzwerte einhalten können. Erst die sind wieder richtig gut, meine Damen und Herren, und das haben wir der Automobilindustrie zu verdanken. Die Landesregierung macht den Diesel nicht schlecht. Der Diesel ist nach wie vor eine wichtige Übergangstechnologie, auch im Hinblick auf den Klimaschutz, keine Frage. Es ist aber notwendig, dass die Dieselfahrzeuge, die weit über die Grenzwerte sind,
dass die nachgerüstet werden, und zwar auf Kosten der Automobilindustrie und nicht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit gutem Gewissen auf diese Fahrzeuge zurückgegriffen haben und die gekauft haben. Und ob die Software, die als erster Schritt jetzt die Nachrüstung der Software, ob die ausreichen wird, das ist zweifelhaft. Aber wir schauen einmal, ob es klappt. Es wäre hervorragend. Ich befürchte, dass es weitere Nachrüstungen geben muss. Und auch dieses darf nicht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher stattfinden. Und es ist auch wichtig für den Erhalt der Arbeitsplätze und der Wirtschaftlichkeit der Automobilindustrie, auf die wir in diesem Land ja angewiesen sind. Weil wir sind eine industrielle Wirtschaft in Deutschland, dass die Verunsicherung aufhört der Kundinnen und Kunden. Und das müssen die Automobilkonzerne jetzt auch wirklich erledigen. Das ist deren Part, meine Damen und Herren. Das hessische Umweltministerium erstellt die Luftreinhaltepläne mit unterschiedlichsten Maßnahmen, und wir haben für einige Städte gerichtliche Auflagen bekommen, was wir abprüfen müssen. Und die Rechtsstaatpartei FDP, die immer so tut, als sei der Rechtsstaat ihnen das Wichtigste, sollte doch mich nicht kritisieren, wenn ich alle diese Auflagen erfülle. Und dazu, zu dieser Auflage gehört auch, dass wir das Fahrverbot prüfen und dass wir diese verschiedenen Prüfnotwendigkeiten am Ende in Fragen der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit in die Luftreinhaltepläne aufnehmen und entweder einsetzen als machbar und notwendig oder verwerfen. Und genau dieses werden wir tun, wie wir die gerichtliche Auflage haben, weil es keinen Sinn macht, schon einen fehlerhaften, formfehlerhaften Luftreinhalteplan aufzustellen, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Zum letzten Satz. Dass jetzt die FDP fordert, die Grenzwerte hochzusetzen, weil die Autos mangels wegen Trickserei sie nicht einhalten, finde ich, ist an Peinlichkeit eigentlich gar nicht mehr zu überbieten. Sie sollten sich vielleicht daran erinnern, dass Sie im Jahr 2010 in der Bundesregierung war, als der Grenzwert in nationales Recht umgesetzt wurde. Insofern sollten Sie sich ab und zu noch einmal daran erinnern, wann Sie in welcher Regierung waren und wofür Sie eigentlich auch Verantwortung tragen in diesem Land. Für die Grenzwerte sind jedenfalls Sie verantwortlich, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Anträge zur Abstimmung liegen nicht vor.